In Japan läuft ja so einiges anders als bei uns und damit ist nicht nur das Essen oder das alltägliche Leben, sondern auch die Fernsehsendungen gemeint. Man kann es irgendwie nicht anders sagen, aber die sprechen einfach ihre ganz eigene Sprache, wie ihr gleich sehen werdet. Die verrücktesten von ihnen wollen wir euch heute zeigen. Los geht's mit 18 japanischen Gameshows, die zu weit gingen. Fangen wir doch direkt mal mit der ersten verrückten Show aus Japan an. Für die sollten die Teilnehmer ziemlich biegsam und dehnbar sein, denn das Ziel ist es, sich eine Hose anzuziehen und das ganz ohne die Hände zu benutzen. Eigentlich ja eine ganz simple Idee, die in Japan aber offensichtlich für krasse Unterhaltung sorgt. Und selbst die Kandidaten, die sich ab und zu echt zum Affen machen, scheinen dabei mega viel Spaß zu haben. Für die nächste Gameshow braucht es entweder ein gutes Allgemeinwissen oder man sollte ziemlich lange die Luft anhalten können. Wer keins von beidem kann, ist bei diesem Spiel definitiv falsch, denn hier können die Japaner dabei zusehen, wie einer der Kandidaten langsam zur Mumie wird. Wer mitmachen will, bekommt während der Show knifflige Fragen gestellt, die er oder sie beantworten muss. Und ja, liegen sie mit ihrer Antwort falsch, folgt direkt die nächste Lage von Leinenbinden. Das nächste japanische Spiel, das eindeutig zu weit geht, ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar mit Bowl oder Boccia. Doch während man da versucht, eine Kugel möglichst nah an die Zielkugel zu werfen, verwandeln sich die Kandidaten hier selber in die Spielbälle. Mit Helm und Latexanzug ausgestattet, rutschen sie über eine Rampe in Richtung Zielscheibe und versuchen mit dem roten Punkt auf ihrem Anzug genau über dem Kreis im Ziel zu landen. Das klappt allerdings dank der eingebauten Hürde und ordentlich Seife auf der Bahn nicht immer ganz so gut. Ach ja, und dann kommen da ja noch die anderen Kandidaten, die gegenseitig in sich reinrutschen und die anderen am Sieg hindern wollen. Auch das nächste Game könnte dem ein oder anderen bekannt vorkommen. Bei dem Spiel Was ist in der Box legen die Japaner aber nochmal eine Schippe obendrauf und tun alles dafür, um die Kandidaten zu verwirren und sie ordentlich zu erschrecken. Es ist also tatsächlich nicht unüblich, dass sich in den Boxen lebendige Tiere oder fiese Fallen befinden, die die Spieler mit den Händen ertasten und erraten müssen. Mal ehrlich, würdet ihr euch trauen, da reinzufassen? Was es aber definitiv nicht bei uns in Deutschland gibt, außer vielleicht in den Fitnessstudios, und da sollten normalerweise keine Kameras und Publikum anwesend sein, ist das nächste Spiel mit dem Titel Beinspreizer. Ja Leute, das ist wirklich kein Scherz, in diesem Game begeben sich die meistens weiblichen Kandidaten auf dieses Fitnessgerät und dann heißt es Daumen drücken. Wie weit das Gerät dann auseinander geht, hängt nämlich davon ab, welche Zahl an der Drehscheibe erscheint. Welches Team länger durchhält, hat am Ende gewonnen und darf einen Preis mit nach Hause nehmen. Weniger schmerzhaft, aber dafür ähnlich skurril ist die nächste verrückte japanische Gameshow. Für die sind die Fernsehproduktionen in Japan all in gegangen und haben eine Skipiste in einen Parcours verwandelt. Und das alles nur, damit die Spieler anschließend ihr Können im Autoreifenrollen unter Beweis stellen können. Wer es schafft, dass der Reifen auf der ganzen Strecke aufrecht steht und seinen Weg bis zur Ziellinie durchkämpft, der gehört am Ende zu den glücklichen Gewinnern. Auch die nächste lustige Gameshow kann aus keinem anderen Land als Japan kommen. Denn auch sie ist eigentlich recht einfach, sorgt aber immer wieder für großen Spaß. Der eine dreht sich wie beim Topfschlagen mehrmals um die eigene Achse und läuft dann trotz Schwindelgefühl in Richtung Topf. Dort wartet ein schon flüssiger und vor allem klebriger Teig, mit dem der Partner dann gefüttert werden muss. Und ja, was soll ich sagen, dass da mehr daneben geht, als letztendlich im Mund landet, ist natürlich genau das, was das Publikum sehen will. Für die nächste außergewöhnliche Show braucht es dann schon wieder mehr Geschick, denn hier wird es wirklich knifflig. So läuft das Ganze ab. Drei Spieler stehen auf der untersten Stufe einer schrägen Wand und müssen sich im Laufe des Spiels ihren Weg nach oben suchen. Und dafür muss sich durchaus mal gestapelt werden, denn viel Platz ist auf den kleinen Vorsprüngen nicht. Werden die kniffligen Fragen richtig beantwortet, erscheint die nächste Stufe, auf die die Spieler dann irgendwie springen müssen. Und das schaffen leider nicht immer alle, wie man hier sieht. Und ja, für die heißt es dann aus und vorbei. Mit dem nächsten Spiel beweisen die Japaner einen ganz schön merkwürdigen Humor, denn offensichtlich haben sie großen Spaß daran, andere leiden zu sehen. Das könnte man zumindest vermuten, wenn man diese Bilder hier sieht. Für alle Kandidaten kann man sich hier einfach nur wünschen, dass sie es schaffen, den Zungenbrecher, den sie bekommen, fehlerfrei vorzulesen. Haben sie ihn nämlich nicht richtig aufgesagt, bedeutet das automatisch Schmerz. Dann wird nämlich tatsächlich eine Peitsche in Richtung Hose katapultiert und ich meine, wir können uns wahrscheinlich alle vorstellen, wie sich das anfühlt, oder? Immer wenn die tüttelige Teetante den Tee in die Kaffeetüte getan hatte, tütete die Patente nicht in der Teetante den...
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Da, 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 da. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der nächsten japanischen Gameshow werden die Kandidaten so richtig in ihre Kindertage zurückversetzt, denn es geht aufs Dreirad. Wer es damit schneller ins Ziel schafft und seinen Gegner schlägt, der ist der Gewinner. Aber das ist natürlich viel zu einfach und um es ein bisschen schwerer zu machen, hat jeder Spieler dabei noch eine Schüssel Wasser auf dem Kopf. Bei jedem Hindernis droht also die Gefahr, dass man mehr und mehr Wasser verliert. Wer also kein geübter Dreiradfahrer ist, der muss wohl zwangsläufig mit einer kleinen Dusche rechnen. Ich glaube, bei diesem Spiel sollten wir uns alle sicher sein, dass es definitiv zu weit geht. Doch selbst das scheint die Japaner irgendwie nicht zu schocken. Wer auch immer auf diese verrückte Idee gekommen ist, aber hier wird tatsächlich ein Kreisel mit einem langen spitzen Nagel ausgestattet und dann über ein Seil in Richtung Ziel balanciert. Schafft es der Kreisel dann ins Zielloch der blauen Plastikscheibe, kann es tatsächlich sehr unangenehm werden. Zumindest für den Kandidaten. Der liegt nämlich mit heruntergelassener Hose unter der Scheibe. Ja, ich glaube, im deutschen Fernsehen dürfte man sowas gar nicht ausstrahlen. Es ist zwar irgendwie nicht ganz so klar, was das Ziel der nächsten japanischen Gameshow ist, aber höchstwahrscheinlich geht es einfach darum, möglichst bescheuert auszusehen. Und ja, das wird eigentlich schon ganz automatisch garantiert, wenn die Kandidaten ihr Gesicht durch diesen Rahmen drücken. Verlieren kann ja also im Endeffekt keiner. Im Anschluss gibt es höchstens ein plattes Gesicht, aber das nimmt man für diesen Anblick wohl gerne in Kauf. Diese Show toppt das Spiel von vorhin nochmal um einiges, denn während man in der ersten Ausgabe von Was ist in der Box noch mit den Händen fühlen durfte, was sich in dem geheimnisvollen Kasten befindet, kommt der Gegenstand dieses Mal ganz nah an die eigenen Beine. Dass das manchmal echt unangenehm sein kann, können wir uns wahrscheinlich alle vorstellen, vor allem wenn sich da gerade ein lebendiger Typ an den eigenen Füßen zu schaffen macht. Wer sich in der nächsten Gameshow Chancen auf den Sieg erhofft, der sollte im Po-Bereich wohl ziemlich abgehärtet sein oder zumindest kein Problem mit blauen Flecken haben. Denn die gibt es nach diesem Spiel wohl definitiv. Innerhalb von einer Minute müssen die Kandidaten so viele Nüsse knacken, wie sie eben können und das ganz alleine mit dem Hintern. Das sieht nicht nur lustig aus, sondern kann auch tatsächlich ganz schön anstrengend werden. Auch wenn die Spieler hier mit Badekappe, Taucherbrille und Schwimmsachen ausgestattet sind, geht es bei dieser Gameshow nicht wirklich ins Wasser. Also zumindest nicht direkt. Denn hierbei handelt es sich nicht um ein Wettschwimmen, sondern eher um ein Wetttrinken. Die Frage lautet also, wer hat genügend Durst gesammelt und kann seinen Schwimmer als erstes durch die Ziellinie trinken? Oder auch, wer hat den kräftigsten Zug drauf und trinkt alle Mitspieler in den Schatten? Ja Leute, auch wenn die nächsten Bilder aussehen wie eine Szene aus einem schlecht gedrehten Actionfilm, ist das Ganze tatsächlich Teil einer japanischen Gameshow und bei der geht es echt ab. Die Kandidaten, die früher Fruit Ninja gespielt haben, könnten wohl etwas im Vorteil sein, denn auch hier muss eine Gurke mit einem langen Schwert geköpft werden. Das Ganze passiert allerdings aus einem fahrenden Auto heraus, das gerne mal driftet und zu stark in die Kurven geht. Frage an euch, wer würde hier beim Real-Life Fruit Ninja gerne mal mitspielen? Schreibt's unten in die Kommentare. Ganz schön zügig wird es auch bei dem nächsten Spiel aus einer japanischen Fernsehsendung. Hier heißt es nämlich, gut an sich selbst festhalten und Helm aufgesetzt, denn dann geht es tatsächlich mitten durch die Wand. Oder genauer gesagt, durch drei Wände, dann auch über eine kleine Rampe und zum Abschluss gibt es noch eine Landung in einem kleinen Pool. Wobei, das letzte schafft tatsächlich nicht jeder. Und so kann es tatsächlich vorkommen, dass die Kandidaten auf dem Rasen landen. Ja, mal wieder verrückt, was sich die Japaner für Unterhaltung alles so einfallen lassen. Noch außergewöhnlicher wird es allerdings bei der nächsten Gameshow, denn hier geht es, einfach gesagt, darum, eine freiwillige Kandidatin langsam zu entkleiden. Ja, kein Scherz. Die stellt sich dann in einem gehäkelten Kleid auf ein Podest, während die anderen Spieler an einem Drehrad laufen und nach versuchen, aus dem Kleid einen einzelnen Wollfaden zu machen. Ach ja, und für ein bisschen extra Unterhaltung werden die Kandidaten dank einem Hindernis ab und zu vom Drehkreuz geschmissen. Doch aufgeben will bei diesem Ziel wohl keiner von ihnen. Hier haben wir jetzt noch ein weiteres lustiges Video für euch am Start und daneben könnt ihr unseren Kanal abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.